Hallo und willkommen hier auf Mabacher TV. Heute ist der 2. Advent 2014 und es gibt eine neue Geschichte. Diesmal habe ich für euch wie der kleine Fuchs das Christkind sucht. Ihr seht ein klitzekleiner Tierschwerpunkt hier auf Mabacher TV. Ich hoffe, sie gefällt euch. Es ist frostig kalt geworden im dichten Wald und über Nacht ist etwas Besonderes passiert. Alles ist weiß, ruft der kleine Fuchs aufgeregt und streckt seine Nase weit aus dem Fuchsbau. Schnell schlüpft er heraus und wälzt sich vor Freude im pulvrigen Schnee. Er muss niesen. Die winzigen Eiskristalle kitzeln in seiner Nase. Plötzlich hört er etwas. Menschenstimmen, flüsterte der kleine Fuchs und verkriecht sich schnell wieder im schützenden Bau. Ob ich lieber Mama wecken soll, überlegte er aufgeregt. Da hört er ein lustiges Kichern. Neugierig schielt er ins Freie. Zwei Menschenkinder mit ihrem Papa, murmelt er und lauscht gespannt, was die Kinder sich erzählen. Du, Finn, wir könnten schöne Zweige sammeln. Der Junge nickt. Damit schmücken wir die Fenster für das Christkind. Bestimmt kommt es dann zu uns. Nur noch 2 Tage, ruft das Mädchen. Die beiden Kinder stürmen durch den Schnee davon. Der Menschenpapa schaut ihnen schmunzelnd hinterher. Geschwind läuft der kleine Fuchs zu Mama und zupft an ihrem Ohr. Mama, wach auf! Kennst du das Christkind? Mama Fuchs legt eine Pfote um ihr Kind und murmelt verschlafen. Das Christkind? Oh, kenn ich nicht. Aber ich glaube, die Menschen freuen sich sehr, wenn es zu ihnen kommt. Der kleine Fuchs denkt nach. Ob die anderen Tiere im Wald mehr über das Christkind wissen. Guten Morgen, sagt der kleine Fuchs zur Elster, hoch oben in ihrer Tanne. Kannst du mir vom Christkind erzählen? Die Augen der Elster beginnen zu glänzen. Das Christkind hinterlässt Schätze. Am Morgen, nachdem es die Menschen besucht hat, stehen vor den Häusern Säcke mit glitzernden Papierstücken und funkelnden Bändern. Krähe, krähe. Ich bin ein toller Krieger, gell? Was für ein Fest. Aber jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss Kräfte sammeln für den großen Tag. Beim Weiterlaufen streift der kleine Fuchs an einem Zweiglein an. Eine glitzernde Schneefontäne fällt zu Boden. Entzückt betrachtet er das Schauspiel. Ob die Menschenkinder sich tatsächlich auf das Christkind freuen, weil es glitzernde Dinge hinterlässt? Das ist ein lustiges Spiel, ruft das Reh und zupft an einem anderen Zweig. Der kleine Fuchs nickt und scharrt mit der Pfote im Schnee. Hast du schon mal das Christkind gesehen? Fragte er dann. Gesehen habe ich es noch nicht. Aber ich glaube, ich habe es schon mal gehört, antwortete das Reh. Einmal bin ich in dieser besonderen Nacht, in der das Christkind zu den Menschen kommt, ganz nahe an das alte Haus am Waldrand herangeschlichen. Da habe ich ein helles, zartes Bimmeln gehört. Wer sonst als das Christkind kann es gewesen sein? Ich will noch mehr über das Christkind erfahren. Und ich möchte, dass es auch zu mir in den Wald kommt, murmelt der kleine Fuchs sehnsuchtsvoll, als er weiterläuft. Da entdeckt er die gute alte Eule, die auf ihrem Baumstumpf sitzt und schläft. Eule, bitte wach auf! Die Eule streckt sich und gähnt. Dann öffnet sie ihre Augen. Kennst du das Christkind? Juhu! Ich weiß, dass es Frieden bringt. Aber gesehen habe ich es noch nicht.
Was ist Frieden? Fragte der kleine Fuchs. Doch die gute alte Eule hat ihre Augen schon wieder geschlossen. Am frühen Nachmittag tollt der kleine Fuchs mit dem frechen Dachs im Schnee herum. So lange, bis er ganz außer Atem ist. Weißt du vielleicht etwas über das Christkind? Fragte seinen Freund. Der freche Dachs lässt sich in den Schnee plumpsen und beginnt laut zu lachen. Haha, glaubst du etwa an den komischen Menschenkram? Hihi, Weihnachten, Christkind. Der kleine Fuchs dreht sich beschämt weg. Du wirst sehen, dieses Jahr kommt das Christkind auch zu uns. Ich habe nämlich eine Idee, wie es sich in den Wald locken werde. Später, als es endlich dunkel wird, verschwindet der kleine Fuchs heimlich aus dem Bau. Eifrig beginnt er in der klirrenden Kälte zu graben und macht ein schönes, rundes Muster in den Schnee. Er betrachtet es einen Moment lang zufrieden. Dann klettert er weiter. Diesmal macht der kleine Fuchs ein kunstvolles Viereck. Das nächste Muster ist oval und beim darauffolgenden gelingt ihm ein hübscher, kleiner Graben. An allen Ecken und Enden schmückt der kleine Fuchs den Wald mit Schneemustern. Sogar eine Spirale gräbt er. Ein so schön geschmückter Wald fällt dem Christkind ganz bestimmt auf, murmelt der kleine Fuchs, müde und froh. Mal schauen, ob das Christkind wirklich kommt. Frühmorgens wird der kleine Fuchs von Tierstimmen geweckt. Sicher bewundern alle die schönen Schneemuster. Wie soll ich mich denn bei dieser Unordnung auf die Futtersuche konzentrieren? Jammert das Eichhörnchen. Ich frage mich, wer auf die dumme Idee gekommen ist, lauter Löcher in den Schnee zu graben, sagt Herr Dachs und schüttelt den Kopf. Vielleicht haben Menschenkinder im Wald gespielt, überlegt Frau Eule. Und wenn ein fürchterliches Tier neu angekommen ist, stottert der Hase und beginnt zu zittern. Ein fürchterliches Tier wird es wohl nicht gewesen sein, sagt Mama Fuchs, die soeben aus dem Bau kommt und ihrem Kind zuzwinkert. Die Mama weiß schon, wer es war. Der kleine Fuchs sucht sich einen Platz in dem sternförmigen Schneemuster und grübelt. Dem Christkind wird der schöne Waldschmuck bestimmt gefallen. Und alle Tiere sollen dabei sein, wenn es morgen kommt. Er schielt nach oben zum Meisennest. Liebe Meisen, könnt ihr mir vielleicht helfen? Die Vögel nicken eifrig und fliegen sofort los. Eine Stunde später zwitschert es überall im Wald. Großes Tiertreffen, morgen Abend bei der Futterkrippe. Wir warten gemeinsam aufs Christkind. Am nächsten Tag läuft der kleine Fuchs schon am Nachmittag zur Futterkrippe und staunt. Die Krippe ist prall mit Futter gefüllt. Was die Tiere wohl dazu sagen werden? Als es zu dämmern beginnt, trudeln tatsächlich alle ein. Familie Dachs, das Reh und auch Familie Hirsch. Die Vogelschar, das Eichhörnchen, sogar der ängstliche Hase und Frau Eule und auch Mama und das kleine Fuchsmädchen mit seinen Eltern. Opa Siebenschläfer hat sogar seinen Winterschlaf unterbrochen. Wo ist denn nun das Christkind? Fragt Herr Hirsch. Vielleicht war es schon da und hat das lecker Futter gebracht. Hihi, kicherte das Eichhörnchen. Also ich schlage vor, wir machen uns erst einmal über die guten Sachen her, ruft Opa Siebenschläfer. Da greifen alle Tiere kräftig zu. Später, als alles satt und zufrieden sind, sagt Frau Eule feierlich, Schuhu, ein Hoch auf den kleinen Fuchs, der die wundervolle Idee mit unserem Weihnachtsfest hatte. Die Tiere stimmen begeistert zu. Nur der kleine Fuchs murmelt enttäuscht. Das Christkind fehlt. Dieser arme Fuchs.
da schiebt sich der Mond hinter den Wolken hervor und erhält den Platz bei der Krippe. Der Wald glitzert und strahlt auf wundersame Weise. Blinzelnd bewundert der kleine Fuchs das prächtige Licht. Alle staunen und werden ganz still. Plötzlich raschelt es im Gehölz und ein helles Klingeln ist zu hören. Christkind, bist du da? Den kleinen Fuchs durchströmt ein frohes, wohliges Gefühl. Sein Herz klopft vor Freude und er kuschelt sich dicht an Mama. Ich kann den Frieden spüren, den das Christkind mitgebracht hat. Mamas Augen schauen aus, als ob sie lächeln würden. Auch die Augen der anderen Tiere leuchten, wie der kleine Fuchs es noch nie gesehen hat. Danke, dass du zu uns in den Wald gekommen bist, liebes Christkind. Und frohes Fest euch allen, liebe Tiere. Das war die Geschichte, wie der kleine Fuchs das Christkind sucht. Ich hoffe, ihr hattet heute einen wunderbaren zweiten Adventssonntag. Die Schoki im Adventkalender war lecker. Und wir werden uns nächste Woche, im dritten Advent, hier wiedersehen auf Marbacher TV. Bis dahin, noch eine schöne Vorweihnachtszeit.